Hallo, wie sieht nochmal die Struktur vom Decorator-Pattern aus? Wir machen das mal am Beispiel von einem Text, den wir dekorieren wollen. Also der auch kursiv oder fett oder blinkend oder unterstrichen sein können soll. Dazu haben wir zuerst mal unsere Textklasse. Und die hat eine Public-Funktion, die heißt Render. Also einfach nur eine Funktion, die den Text rendert. Und weil das schwer zu erkennen ist, habe ich das mal vorbereitet. Das sieht dann so aus. Und was wir als nächstes machen, als Vorbereitung für unseren sogenannten Decorator, wir erstellen uns ein Interface, iText. Und das hat dieselbe Render-Funktion, also dasselbe Interface wie unsere Textklasse. So. Und unsere Textklasse implementiert das. Und weil das auch schwer zu sehen ist, habe ich das mal vorbereitet. So, als nächstes brauchen wir unseren Text-Decorator. Der sieht ein bisschen interessanter aus. Der hat erstmal einen Konstruktor, ich kürze es mal ab mit Ctor, und bekommt ein iText rein. Und diesen Parameter speichert er in seiner eigenen Protected-Variablen, die wir einfach mal Text nennen. Und er implementiert, also der Text-Decorator implementiert jetzt auch noch die Render-Funktion. Ich gebe das mal vor. Und zwar auf dem Text, den er bekommen hat, ruft er einfach nur die Render-Funktion auf. Das heißt, er leitet den Aufruf einfach an das weiter, was er bekommen hat. Ach so, habe ich es eben gesagt. Das Text ist natürlich hier eine Referenz. So, und auch das ist eine Implementierung für unser Interface. Und natürlich habe ich das auch vorbereitet. So, damit sind wir fertig mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Setup. Jetzt können wir anfangen zu dekorieren sozusagen. Wir können also eine neue Unterklasse machen. Die nennen wir Unterstrichen. Und die macht nichts anderes, als die Render-Funktion von hier oben zu überschreiben. Und zwar mit erstmal dem ganz normalen Render-Aufruf und dann den Strich unten rendern. So, das ist es auch schon. So, und das ist in diesem Fall, Moment, das müssen wir neu malen, so, eine abgeleitete Klasse von dem Text-Decorator. Und ich habe das mal vorbereitet. Das sieht dann so aus. Der Pfeil sieht ein bisschen anders aus. Lasst euch davon nicht stören. Was anderes gibt es in meinem PowerPoint nicht. So, und bevor wir jetzt zeigen, was wir damit machen können, theoretisch sind wir schon fertig mit unserem ersten Decorator. Wir wollen noch eine zweite Klasse haben. Wir wollen auch noch ein Blinken möglich machen. Und was wir machen, ist im Grunde genau dasselbe, wie was wir hier drüben gemacht haben. Wir überschreiben die Render-Funktion so, dass zuerst das Render an sich selbst aufgerufen wird. Und dann rufen wir das Blinken auf. So. Und das ist natürlich auch eine abgeleitete Klasse von unserem Decorator. Und das habe ich natürlich auch vorbereitet, damit man das besser lesen kann. So, wie rufen wir das jetzt auf? Sagen wir machen mal ein neues Objekt von Unterstrichen. Und da tun wir ein neues Objekt vom Blinken rein. Warum tun wir das rein? Guck mal, wir haben ja hier, das geht ja auf denselben Konstruktor hier, erwartet ein iText. Ein Text, Blinken ist ein iText, geht also. Und Blinken erwartet genauso ein iText. Und da tun wir jetzt unseren eigentlichen Text rein. Der hat einen leeren Konstruktor, meinetwegen. Und dann sieht das so aus. Und sagen wir, das weisen wir einem a zu. Und dann könnten wir hier sagen, a.render. Dann rendert er erst, dann macht er erst den hier, dann den hier und dann, oh hell, den hier oben. Wobei dabei zu beachten ist, die Reihenfolge, wie das aufgerufen wird. Zuerst ruft er den Render auf Blinken auf hier. Das heißt, bevor der Strich gerendert wird, wird eigentlich erst das Blinken gerendert. Und bevor das Blinken gerendert wird, wird eigentlich erst der Text gerendert. Das heißt, was tatsächlich hier passiert ist, zuerst schreibt der Hallo hin. Dann, weiß nicht, lässt das blinken und dann macht einen Unterstrich. Je nachdem, in welcher Reihenfolge das hier ist, kann sich natürlich das dann ändern, jetzt wie das vom Layer her aussieht, ob zum Beispiel das Blinken den Unterstrich mit beachtet oder eben nicht mit beachtet. So, der Übersicht halber machen wir das aber mal wieder weg hier und wechseln die Farbe. So, was muss man beachten? Erstmal, warum ist das gut? Erstmal, vielleicht, warum ist das gut, was wir hier haben? Es heißt, mit diesem Pattern können wir das System erweitern, ohne es zu verändern. Oder wir können das System erweitern, ohne Code zu verändern. Was heißt das konkret? Ohne den ganzen Kram hier anzufassen, können wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht auch noch kursiv haben. Dann machen wir einfach eine andere Implementierung hier. Eine Klasse, die einfach auch das Render wieder überschreibt, so wie unten. Ich schreibe es mal nicht aus. Und wir mussten also hier nichts ändern und konnten trotzdem was hinzufügen. Wenn unser Chef jetzt jeden Tag kommt und will was Neues haben, dann ist vielleicht das genau das richtige Pattern für uns. Aber es heißt, wir können was hinzufügen, ohne bestehenden Code zu brechen. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Fieser Fallstrick. Also wir sehen hier überall, haben wir einen Render drin.
Ja, den lassen wir mal weg. So, was passiert jetzt? Ich mache jetzt eine Kursivklasse hier und schreibe das, vergesse das Render hier. Und dann habe ich hier, weiß nicht, vorher, war das jetzt blöd, Kursiv und da tue ich den ganzen Kram rein. So, dann würde er natürlich nur irgendwas Kursives rendern. Was auch immer er dann machen würde. Aber er würde halt nicht diese Call Chain durchführen, weil ich das vergessen habe. Also in gewisser Weise muss man trotzdem aufpassen, dass man das eben nicht bricht. Das ist ein Fallstrick. So, ein weiteres Problem. Wir haben nachher für jede Dekoration, will ich mal sagen, eine Klasse. Wir haben unterstrichen, wir haben blinken, wir haben kursiv, wir haben undurchsichtig, wir haben durchsichtig, wir haben vielleicht nochmal alle Farben. Oder vielleicht eine Klasse für die Farben. Jedenfalls, wir haben ganz viele kleine Klassen. Die sind natürlich, wenn sie dann irgendwann hier so zusammengefügt sind, relativ schwer zu debuggen und auch als System vielleicht schwer zu erkennen. Gerade für Neueinsteiger im Projekt kann das ein Problem sein. Kann das problematischer sein, als wenn wir hier einfach nur eine Variable reinmachen, die dann heißt kursiv, true oder false. Also das kann schon einfacher sein. Zumindest mal auf den ersten Blick. So, was haben wir sonst noch? Wir haben jetzt hier eine Funktion, die wir dekorieren wollen. Was ist aber. Nehmen wir an, zum Rendern brauchen wir ja auch den Text selber. Das heißt, wir bräuchten hier irgendwie eine Funktion, die dann heißt getText. Die müssen wir natürlich hier auch entsprechend anlegen und überschreiben, so wie in der Stelle. An der Stelle. Und wenn wir jetzt zwei Funktionen haben, ist das okay. Wenn wir drei haben, ist das auch noch okay. Wenn wir 50 oder 200 haben, dann ist das ein bisschen komplizierter. Sehr viel Schreibarbeit. Nicht komplizierter, aber einfach nur sehr viel Schreibarbeit. Wenn man dann ein Tool zum automatischen Erstellen eines Decorators hat, ist das gut. Wenn nicht, dann ist das eher problematisch, gerade wenn man irgendwelche Sachen umbenennen möchte. So, und ein letzter Fallstrick, in den ich selber reingefallen bin. Ich habe mir am Anfang gedacht, hey, warum brauche ich denn eigentlich hier dieses Interface? Achtung, ich gehe mal kurz auf ein leeres Ding. Warum sage ich nicht einfach, guck mal, das hier mache ich als eine Klasse und mache dann hier einfach, der Decorator ist einfach eine Implementierung da drauf. Da würde ich mir doch die Schreibarbeit mit dem Interface sparen. Denk mal kurz nach, warum das schlecht ist. Halt vielleicht das Video an und dann hör weiter. So, jetzt kommt die Antwort. Du willst, ja, diese ganzen Dinger hier unten, diese ganzen Decorators, willst du möglichst leicht halten. Du willst nicht, ja, du willst keine schweren Objekte da drin haben. Wenn du jetzt den aber direkt von dem Text ableiten lässt, und der Text hat ja zum Beispiel hier eine Variable für, eine Private Variable für Text. Und der hat vielleicht auch noch, weiß nicht, ganz viele Private Variablen. Und auch ganz viele Funktionen, was auch immer. Das ist also möglicherweise ein ultimativ schweres Objekt, was vielleicht, keine Ahnung, 2 Kilobyte groß ist. Und wenn du dann jeden Decorator hier auch mit 2 Kilobyte hättest, der ja eigentlich auch den ganzen Kram gar nicht benutzt, also selbst wenn der Blinken jetzt von dem Text abgeleitet ist und dann hier irgendwo sein Textfeld hat, das ist ja private. Da kann er ja nicht drauf zugreifen, weil das ja dem Text hier oben gehört. Und sowieso will er auch gar nicht auf diesen hier zugreifen, er will ja auf den da oben zugreifen. Das heißt, er braucht diese Funktionen hier. Das ist der Hintergrund, weshalb man sagt, okay, wir machen hier ein Interface drauf, weil dann ist der Decorator hier erstmal komplett leer, frei. Der ist nur so schwer, wie er es selbst für notwendig hält. Das heißt, wenn der jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt hier diese Textvariable, dann brauche ich die, dann ist das meine Größe. Aber er ist nicht von der Größe hier abhängig. Ich hoffe, es ist klar geworden, wovon ich rede. Und das soll es auch erstmal gewesen sein. Was ich noch als Kommentar gelesen habe, was für einige schwierig war, war, das ist ja irgendwie vom Beispiel her vielleicht ungünstig. Es gab noch andere Beispiele mit eine Pizza dekorieren zum Beispiel. Und vielleicht an der Stelle empfehle ich die Streamreader, sowas wie Streamreader und Bufferedreader, wie es in Java umgesetzt wird, ist auch so das Standardbeispiel, wenn es um den Decorator geht. Da sieht man, wie das dann konkret wirklich in der Praxis aussieht und dass das eigentlich eine ganz coole Sache ist. Und in diesem Sinne, das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen. Reingehauen.